muss rollen. Und die Wirtschaft florieren. Und wenn ein Land nicht pariert, kann man marschieren. Der Geheimdienst und das Militär gut gefüttert. Und uns weltweit zu vertreten, wird die Ethik erschüttert. Man sucht Verbündete, die Motoren laufen heiß. Und die sind schnell zur Stelle, egal um welchen Preis. Heiß, dieses Wirtschaftsfaktor ist Prestigeobjekt. Jetzt wird das Ziel gecheckt und die Rednecks geweckt. 22.15, erste Angriffswelle, Victory. Repeat, bis zur Basiszelle. Die Verwirrung ist da und das Chaos perfekt. Voll auf die Kameras, wird fleißig verreckt. Für die, die noch leben, mangels reichlich Konserven. Doch da der Dosen erstmal fehlt, können sie die nur vererben, um die Seele zu beruhigen und das Elend zu beenden. Greift man gerne in die Tasche, um dann reichlich zu spenden. Man wirft der fremden Kultur ja was in den Turban, denn man ist ja Mensch und man bleibt ja human. Während Zivilbevölkerung kackert, was braucht ein Zerstören, dass man bei uns was von neuen Sicherheitsgesetzen hört. Schöner Rundumschlag und die Welt neu sortiert. Ein Verschuldner mehr, damit das Kapital kassiert. Was man vorher zerstört hat, wird nicht schon neu saniert. Während man artig wartet, bis der Nächste nicht pariert. Und wenn dann nichts mehr geht, und wenn dann nichts mehr steht, gibt's einen Handkuss für das Geld und einen Finger für die Welt. Und wenn dann nichts mehr geht, und wenn dann nichts mehr steht, gibt's einen Handkuss für das Geld und einen Finger für die Welt. Und wenn dann nichts mehr geht, und wenn dann nichts mehr steht, gibt's einen Handkuss für das Geld und einen Finger für die Welt. Und wenn dann nichts mehr geht, und wenn dann nichts mehr steht, gibt's einen Handkuss für das Geld und einen Finger für die Welt. Wenn dann nichts mehr geht, und wenn dann nichts mehr steht, gibt's einen Handkuss für das Geld und einen fucking Finger für die Welt. Jetzt kommen wir in dieses fremde Land. Doch als Rettung werden wir nicht gleich erkannt. Das ist kein Problem, das kann auch jeder kapieren. Man muss diese Leute erstmal zivilisieren. Sperr sie in ein Loch, verklebe ihre Augen. Breche ihren Geist, breche ihren Glauben. Durch enge Fesseln wird die Bewegung genommen. In einer Anstalt, ohne einen Anwalt zu bekommen. Und auf politischer Ebene wird fleißig geplant, wie man arme Völker noch viel weiter verarmt. Und die alten Waffen gehen zum Ausverkauf. Für das Land, das für den nächsten Aufstand braucht. Kommt ja nicht von alleine, muss man manipulieren und lässt ein paar Guerilla schnell vom CIA trainieren. Lässt das alte Zeug raus, muss was Neues her, denn der größte Wirtschaftszweig ist das Militär. Forschungstrieb für die Wissenschaft, wie Hightech, mittels geheimes Wissenschaft. Von der Machttrieb unbeirrt nach Finanzenracht zur Steigerung politischer Überzeugungskraft. Der Tag ist gekommen, die Truppen kommen nach Haus mit verzerrtem Gesicht, dann geht's ab zum leichten Schmaus. Während brave Bürger mit stiller Miene beten, vergisst man, dass Menschen gerade jetzt auf Minen treten. Wenn da nichts mehr geht, und wenn da nichts mehr steht, gibt's einen Handkuss für das Geld und einen Finger für die Welt. Und wenn da nichts mehr geht, und wenn da nichts mehr steht, gibt's einen Handkuss für das Geld und einen Finger für die Welt. Und wenn da nichts mehr geht, und wenn da nichts mehr steht.